Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Korra. Ja. Ah, jetzt haben wir das Eis. Ja, das kannten wir aus dem Intro. Ja, es war aber eigentlich klar, dass wir so einen, Avatar verliert seine Fähigkeiten Plot bekommen. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich zu stark. Oh, Laternen können wir auch kaputt machen. Okay. Ah, übrigens, falls ich irgendwo was übersehen sollte, sagt mir ruhig Bescheid, ne? So mit Zeit, weil ich sehe auch nicht immer alles. Oh, jetzt haben sie rote Anzüge an. Was können sie denn jetzt? Oh, Blitzdingsen. Okay. Where's the old man? Nobody knows. Das war ja jetzt nicht so wild. So. Dann mal wieder Sato-Mobil antreiben. So. Können wir den Stand auch kaputt machen? Sieht irgendwie fast so aus. Und die sind schon scheiße. Also ich meine das jetzt so menschlich. So, wir können hier bestimmt hoch. Frage ist nur, ob uns das was bringt. Irgendwie nicht so, wa? Na, aufs Gebäude drauf kommen wir damit nicht, oder? Oh, das natürlich ist blöd. Nee, kommen wir nicht. Hm. Mal hier ist auch noch was. Kiste. Okay, hat gereicht. Hm. Schade eigentlich, dass da auf deiner Seite nichts war. Oh, da oben ist auch einer. Schön, dass sie das immer automatisch anvisiert. Hm. Ich höre schon wieder einen. So, da drüben auf der anderen Seite ist nichts. Das auch. Ah, hier ist so eine Barriere. Ich glaube, da möchte ich jetzt erstes hin. Los, geh auf. Komm schon. Was mache ich falsch? Hm. Irgendwas muss ich doch falsch machen. Na endlich. Dankeschön. So. Hier scheint nichts mehr zu sein. Da unten ist noch ein Hydrant. Kann ich den anvisieren? Nö. Weil ich mich ja immer noch frage, wo sie das Wasser hernimmt. Also, zum Abgesehen von den Hydranten. Oh, schon wieder die Motorradfahrer. Why are you attacking me? For the common good. So.
The spirit wilds of Republic City. Once the plants took over, the people evacuated. It looks like chi blockers have taken over the abandoned part of the city. Stufe 3 schon. Das ging ja schnell. Ist das gar nicht vorgesehen, dass wir so schnell leveln? Ich meine, hat doch noch 4 Stufen, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Naja, wir haben ja auch noch ganz viele andere Fähigkeiten zu leveln. Das Buch da. Ah, da ist noch eine Kiste. Und eine Laterne. Gut. Dann wollen wir mal. Ich habe mich schon gewundert, warum die da sind, aber wir müssen ja hier eh her. So. Vermutlich wären wir auch einfach so hier hochgekommen, aber naja, was soll's. So. Autos kaputt machen, yeah. Ich frage mich doch, in welche Richtung es jetzt geht. Oh, das war jetzt blöd. Das war ja so ein Blitztyp. Hier ist nichts weiter. Nö, hier ist nichts weiter. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Naja, außerhalb ein bisschen Erfahrungspunkte. Nein, die Sockers, hey, dann müssen wir hier weiter. Was auch schön ist. So. Give me back my bending. No can do, Avatar. Das war jetzt blöd. So. Hat mich das jetzt noch getroffen? Und tschüss. Dum-bidum-bidum-bidum. Da ist noch eine Kiste. Dieser ungezügelte Zerstörungsdrang ist schon ein bisschen eigenwillig, aber egal. Ach, da sind schon mal welche gekommen. Oh, falsche Taste. Ha, das macht einfach so Spaß. So. Wobei es auch schon ein bisschen unfair ist, mit also gegen Leute zu kämpfen, die kein Bending. Whoa. I forgot how much damage I did fighting Unalaq. I've got to get these potholes filled. Sie hat sich gerade daran erinnert, wie viel Schaden sie angerichtet hat, als sie ihren letzten Gegner bekämpft hat. Ich will jetzt nicht genau sagen, wer das war. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will einfach nicht spoilern. Gekonnt. Das genau wollte ich nicht. Scheiße.
so. Aber da wäre eh nichts mehr gewesen, so wie das aussieht. Nee. Gut, dann haben wir das ja alles. Das ist schon gemein. Komm schon, befrei dich, befrei dich. Das war so nicht geplant. So. Aber ich wollte das Auto kaputt machen. So. Ah, und da sind noch zwei Kisten. Aber ich meine, ich hatte beim letzten Mal mehr Seelen. Ich weiß auch nicht. Das sah jetzt irgendwie witzig aus. So, dann wird es auch. So. Haben wir das auch geklärt? Oh, da ist auch noch. Ey, den habe ich jetzt fast übersehen. Noch irgendwo welche. Sieht nicht so aus. Irgendwas zum kaputt machen? Sieht auch nicht so aus. Wow! There are automobiles all over the place. Great to see the city on its way to recovery. Ja. Und wir machen sie alle kaputt. Und die Stände. Und alles überhaupt. Da hilft es auch nicht, sich zu freuen, dass die Stadt sich erholt. Oh, den habe ich nebenbei kaputt gemacht. So. Scheint nichts mehr zu sein. Oh Gott, Sprungpassagen. 3D-Sprungpassagen ist überhaupt nicht meins. So, tschüss. Komme ich irgendwo? Komme ich denn zur Hölle darüber? Hier? Nee, das sieht nicht so aus, wa? Vielleicht doch. Oh, da ist eine Kiste. Da gehen wir erstmal als erstes hin. Oh, das ging gut. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich da hinkomme. Also darüber. An den Ranken hochklettern konnte ich ja nicht. Von da vorne komme ich auch nicht darüber. Ah genau, sie hat übrigens hier so einen... Komm... Ich weiß nicht, welche Taste das war. War das hier? Ach nee, das war zum Umswitchen. Ja. Dann war das doch B. Ja. Sie kann taunten. Das ist irgendwie witzig.
Also hier ist es nicht. Das ist definitiv zu hoch. Da komme ich nicht drüber. Das ist auch zu weit. Ich muss wohl irgendwie von da vorne. So. Die Straßenlaterne ist auch meins. Ach, ihr schon wieder. Komme ich da lang? Sieht aus, als gäbe es da vorne einen Weg. Erstmal wieder brachiale Zerstörungsgewalt. Sehr schön. What the fuck? Nein, gegen das muss ich doch jetzt nicht kämpfen, oder? Im Ernst jetzt? Triads are bad enough, but now a mega tank too? Seht ihr, wie viel fucking Leben der hat? Cora, I think I figured out how to get your earthbending back. Earthbenders need to stay rooted. If you stand your ground, it might help you to earthbend again. Perform Counter-Attacks. Im Ernst jetzt? Ja, das läuft sehr gut. Just like that. Do you feel anything? I think I do. Let me try again. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Yes, I did it. Erdbändigen. Das war in falsche Richtung gedodged. Ich finde Erdbändig nur so unglaublich langsam. Wow, aber das macht richtig Damage. Okay, damit kann ich... Das kann ich nicht kontern. Oh, B. B. So, machen wir das so. Es ist doch irgendwie random, welche Art von Kontern jetzt kommt, oder?
Was? Jetzt macht er zwei? Das ist ja gemein. Kannst du nicht einfach mittendrin dein Muster ändern? So, das war's mit dir. Chaka! Das war doch mal was. Ja, ich weiß, da muss ich jetzt hin. Ah. Where did you get a mecha tank? Does Asami know about this? Oh, ich habe irgendeine Kiste getroffen. Keine Ahnung. Und Schiss. Ach ja. Ach, da ist die Kiste versteckt. Ah, okay. Oh, sogar A-Rang. Das ist ja schön. Kann ich gehen? Ich kann nicht drehen, nein. 2D-Sprungpassagen. Sieht ein bisschen so aus, als würde es da auch lang gehen, oder? Nein. Tut's anscheinend nicht. Natürlich. Nein, andere Richtung, nicht umdrehen. Oh. Ja, ich bin so gut in dem Spiel. Sind da noch welche? Komm ich da nicht hin? Ja, komisch. So. Also irgendwo ist noch einer, da oben ist einer. So. Okay, da ist noch eine Schatztruhe mit Feuerbänden. Ding. Oh.
Ach, da ist die Feuertruhe, okay. Okay, ich kann nur hier runter gerade. Aber ich würde gerne... Ach, da kann ich lang, okay. Das ist so dünn. Hilfe! So. Sehr gut. Gut. Haben wir das geschafft? Great, more glowing barriers. That old guy must done this. There's no shortage of chi blockers and triads on this side of the city. Time to make them talk. Tschüss. Ah, das ist so süß. Okay, man braucht mit Erdbending auf jeden Fall nicht so lange, um das auseinanderzunehmen. Das ist sehr, sehr gut. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass es mit Wasserbändigen ewig dauert. Okay, jetzt müssen wir wieder wechseln. Ich möchte das gleichmäßig leveln, deshalb wechsle ich immer hin und her. Beide, oder? Ja. Wunderherrlichprächtig. Oh, so schön. So, da ich aber nicht weiß, wie lange dieses Kapitel noch geht und hier gerade ein schöner Platz zum Ausruhen ist, mache ich dann hier mal einen Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Korra. Bis dahin. Ciao.